So, dann mal ab in die Haie. Ah, okay, Einstellung neu machen. Corina Wache, Gerogon Wache, Terek Wache. Mürrem Essen suchen und Jallen. Ah, wieder die 2-Stunden-Geschichte. Oh, dafür hat sie in den 2 Stunden immer gut was gefunden. Okay, raus hier, schlafen. Keiner eingeschlafen, sehr gut. Jetzt müssen wir uns allerdings überlegen, wo genau wir überhaupt hinwollen. Wir könnten zu dem Gebirge hier unten, das müsste der Finsterkamm sein. Oder zu dem Gebirge unten links, das ist im Südwesten. Das wäre der Tasch, sonst hätten die Blutzinn im Westen. Aber erstmal Lagerplatz suchen. Hey ho. Wobei die Blutzinn nicht wirklich südlich wären. Das ist ja so ziemlich unser einziger Hinweis gewesen. Der Salamanderstein soll in einer Zwergenbinge im Süden sein. Also ja, probieren wir es erstmal hier unten. Routenplanung. Wir gehen mal da hin und fragen da nach einer Binge. Nee. Wir warten, bis euer Boot voll ist. Denn wir haben momentan nicht ganz so viel Geld. Lagerplatz suchen. Wir sollten mal ganz kurz das wieder umändern, damit Jallen ein wenig länger suchen kann. Gerogon und Terek wachen. Jo, Mürrem jagen. Und Jallen jetzt bitte 4 Stunden suchen. Schon besser. Sie sucht also doppelt so lange und findet nicht mal ein Drittel der Kräuter. Aber ja, ist halt Zufall. Schlafen. Schlafen. Ja. Schaffen wir das heute noch? Ja, komm, probieren wir weiter marschieren. Nö. Nee. 1-2 Stunden noch. Dann hätten wir es geschafft. Aber es hetzt uns ja keiner. So. Ihr erreicht Neu-Luwang. Mit Luwang hat das Kaff wohl nur den Namen gemein. Die Straßen weiten sich auf einem Platz, an dem ein paar Häuschen stehen. Mitten auf dem Platz steht ein Preios-Tempel. Eine Herberge findet sich am Süden des Platzes. Wollt ihr den Tempel betreten, die Herberge einen Besuch abstatten oder weiterreisen? Wir gehen erstmal zum Tempel. Auch wenn wir mit Preios momentan nicht ganz so viel am Hut haben nach der Geschichte in Gashok, ist es ja immer noch Gerogons Schutzpatron. Also spenden wir eine Kleinigkeit? Wie viel haben wir denn noch? 26 Dukaten. Oh, okay. Dann spenden wir doch mal 3 Dukaten. Erbitten einen Segen und bekommen aber keinen. Das kann jetzt aber nicht mit Gashok zu tun haben. Ich meine, da haben wir eigentlich seine Arbeit verrichtet. Weil die Leute da haben ja eigentlich nur seinen Namen missbraucht, um Terror zu sehen. Na gut, wir sprechen mal die Geweihte an. Seid gegrüßt. Mal sehen, ob ich euch behilflich sein kann. Was kannst du uns sagen über eine gewisse Zwergenbinge? Das Graben unter der Erde ist wider den Willen der Götter. Preios straft die Zwerge dafür, indem er ihnen sein göttliches Antlitz versagt. Ja. Hätte man sie eigentlich schon denken können. Finsterkamm, das ist das Gebirge im Südosten. Im Finsterkamm haust nur gottloses Gesindel. Ihr solltet diesen Ort meiden. Und die Finsterkoppen? Im Finsterkamm haust du... Hä? Okay. Also die Finsterkoppen... Koppen sind das Häubchen oder so. Also werden die ganz großen Berge sein im Finsterkamm. Und da ist nur gottloses Gesindel. Meinst du jetzt damit die Zwerge? Von denen scheint sie eh keine große Meinung zu haben. Salamanderstein? Das ist nicht der passende Gesprächsstoff für diesen Ort. Richtig, ein Artefakt der Verständigung, womit die Rassen in Frieden leben. Das ist nichts für Preios und seine Geweihten, hm? Naja, du mich auch. So, raus hier. Entschuldigung, Gerogon, aber dein Gott ist manchmal echt komisch, beziehungsweise seine Vertreter. Dann gehen wir halt mal in die Herberge. Schicken erstmal wieder Mürrem nach vorne, bevor wir das wieder vergessen, und sagen Hallo. Wie kann ich euch helfen, edle Reisende? Finsterkamm. Wenn ihr auf dem Preiosplatz den Weg nach Osten wählt, lauft ihr geradewegs auf den Finsterkamm zu. Da gibt es ein kleines Zwergenstädtchen namens Hilltorp.
Da sind wir, glaube ich, schon mal durchgereist. Sollten wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen. Denn letztes Mal waren wir ein wenig in Eile, wenn ich mich recht erinnere. Was mit den Finsterkopf? Östlich von hier im Finsterkamm gibt es wohl die Zwergenmine Hilltop. Oh, Hilltop ist die Zwergenmine? Ist das die Binge, die wir suchen? Dann sollten wir auf jeden Fall da vorbeigehen. Zwergenbinge? Wahrscheinlich meinst du Finsterkoppen, oder? Anscheinend. Salamanderstein? Was soll denn das sein? Frag doch am besten einen Gelehrten danach. Nee. Reisen? Früher kamen viele Reisen durch den Ort. Die Straße ist gut befahrbar und war bis vor kurzem recht sicher. Aber die Schwarzpelze lassen keinen mehr durch. Ja, na gut. Also vom Marktplatz aus die Straße gehen Osten. Das klingt doch nach einem Plan. Dann schlafen wir auch nicht hier, sondern wir reisen gleich weiter. Routenplanung nach Osten. Ist das da Hilltop? Ist aber nicht unbedingt im Gebirge. Okay. Gucken wir da erstmal hin. So, eine ganz schön lange Strecke. Aber wenn er sagt, dass Hilltop selber eine Zwergenmine hat oder ist, dann wird das wohl genau das sein, was wir suchen. Wobei, so weit abseits stelle ich mir das echt nicht vor. Ich hätte gedacht, das wäre irgendwo hier direkt in der Mitte. Oh. Unvermittelt taucht vor euch ein Schlaglauf auf, das Mürrum in den Magen boxt. Oder was glaubt ihr, warum die Dinger so heißen? ja, genau. Ein Schlagloch. Nicht schlecht. Aber ja, was ich gerade sagen wollte, bevor das Schlagloch uns in den Magen geboxt hat. Ich denke mal hier, in dem Kamm des Gebirges, wäre die Zwergenbinge eher gewesen. Als irgendwo so weit außerhalb. Aber na gut, eine Abzweigung. Nein, wir wollen die Route wie geplant fortsetzen. Wir wollen jetzt nicht wochenlang im Gebirge rumirren, bis wir dann irgendwann mal was gefunden haben. Wir wollen uns erstmal ein wenig informieren. Und nebenbei finden wir auch immer schön wieder Wirselkräuter. Wow. Ihr erreicht das an einem Steilhang gelegene Zwergenstädtchen Hilltop. Oh, also war es doch nicht da ganz hinten, sondern hier am Berg. Sehr schön. Erst auf den zweiten Blick erkennt ihr, dass im Hang Gebäude sind. Denn der größte Teil der Zwergenbehausung liegt unter der Erde. Freistehende Bauten gibt es nicht. Mitten im Hang steht ein Ingram-Tempel. Direkt daneben entdeckt ihr eine Schmiede, in der fleißig gearbeitet wird. Auf halbem Wege dorthin gibt es eine Herberge. Wollt ihr den Tempel des Zwergen- und Schmiedegottes betreten, in die Herberge gehen, den Schmied bei seiner Arbeit unterbrechen oder die Leute vom kleinen Volk in ihrem Dorf zurücklassen? Na, wir gehen zuallererst mal in den Tempel. Schickt Tirik vor. Spenden 3 Dukaten und unterhalten uns dann mit der Geweihten. Was ich weiß, soll ich euch auch nicht vorenthalten bleiben. Also, lasst hören. Wir suchen eine Zwergenbinge. Es gibt ja tausende alte heilige Stätten der Zwerge, doch nur wir Geweihte des Ingrim kennen diese Orte und dürfen sie betreten. Im Norden gibt es soweit sowieso keine heiligen Stätten des Ingrim. Also südlich von hier. Salamanderstein? Alles Unsinn. Es gibt keine Artefakte der Zwerge und solche der Elfen. Nie haben die beiden Völker gemeinsam Artefakte geschaffen. Das ist doch glatt gelogen. Finsterkamm? Im Herzen des Finsterkamms gibt es kaum wertvolle Erze. Wir Zwerge haben unsere Minen deshalb nur am Rande der Berge. Also wenn sie jetzt schon bei dem Salamanderstein gelogen hat, hat sie hierbei doch bestimmt auch gelogen. Finsterkoppen? Mit Finsterkoppen haben wir nicht viel zu tun. Die Stadt hat wirklich nichts Besonderes zu bieten. Aha! Finsterkoppen sind also nicht die Bergspitzen, sondern es ist eine Zwergenstadt. Okay, ich frage nochmal nach Finsterkoppen. Trotz größter Mühe, keiner meiner Gedanken scheint mir geeignet, eurer Frage zur Antwort zu gereichen. Also sie hat sehr viel gelogen, aber sie hat sie auch verplappert. Sie hat nämlich gesagt, dass es in den Finsterkoppen, also dass die Finsterkoppen selber eine Zwergenstadt sind. Ja, schön, raus hier. Wir gehen mal in die Herberge. Vielleicht lügt der ja ein wenig weniger, der gute Hubert.
Seid gegrüßt, mal sehen, ob ich behilflich sein kann. Wir würden gern nach der Zwergenstadt Finsterkoppen fragen. Das liegt irgendwo südlich von hier, ziemlich weit oben im Finsterkopp. Finsterkoppen ist die älteste Stadt im Finsterkamm. Aha, na also. Zwergenbinge? Ich weiß nicht genau, worauf ihr hinaus wollt. Da gibt es mehr als eine hier im Norden. Untenberg, Hilltorp, wo ihr wollt. Finsterkamm? Durch den Finsterkamm würde ich nur reisen, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Quer durch die Berge gibt es einen Weg nach Nordhag. Aber ihr müsst nicht glauben, dass es sich dabei um eine echte Straße dreht. Da hat schon so mancher die Orientierung verloren. Okay, Salamanderstein? Darüber habe ich schon eine Legende gehört. Der Elfenkönig hatte Ingrim ein Artefakt in Auftrag gegeben. Aber als sich die Völker zerstritten, geriet der Salamanderstein in Vergessenheit. Und so ist er nie in die Hände der Elfen gelangt. Okay. Zwerge? Die Zwerge sind Herren der Berge. Das war immer so und wird es auch so bleiben. Na gut, er war schon wesentlich netter. Das heißt, wir lassen den Schmied hier in Ruhe und reisen gleich weiter nach Süden. Und zwar direkt von hier aus. Routenplanung. Oh, es geht nicht nach Süden. Also haben wir die Wahl. Wir können nach Nordosten und dann wieder zurück ins Gebirge. Oder wir gehen nach Westen und dann südlich rein. Ich bin eher für westlich. Oh, oder wir biegen hier ab. Sehr schön. Südlich, eine neue Strecke erkunden. Das machen wir doch immer gerne. Und da wir schon fast in einem Gebirge sind, schicken wir jetzt wieder Mürrum nach vorne. Und wir reisen nicht in der Nacht. Das wäre ja nicht so schön. Da ist uns ja schon ein, zwei Mal was Schlechtes passiert. So, neue Strecke. Lagerplatz suchen. Wir finden weiterhin Kräuter. Kurima bekommt ihren Sold. Alles ist gut. So, Routenplanung. Wir können nach Südosten. Hier wahrscheinlich irgendwo hin. Oder direkt nach Süden. Ich bin dafür, wir sind erstmal kurz da. Also gehen erstmal kurz dahin, damit wir die Verbindungen entdeckt haben. Und danach gehen wir wieder zurück. Ihr befindet euch nun im Gebirge und es gibt einige Stellen, an denen ein unbedachter Fehltritt das Ende bedeuten könnte. Wollt ihr einfach weitergehen oder euch anseilen? Wir seilen uns an. Und gehen gleich wieder zurück. Und von da aus dann nach Süden. So. Jetzt wissen wir wenigstens, wie wir schnell von der Seite zu der Seite kommen. So. 5 Tanelen. Mürrums Kopf ist wie in Watte gepackt. Oh oh. Die müssen wir doch gleich mal heilen. Oh, Jalen ist auch krank. Nicht gut. Reiseoptionen, Reise unterbrechen. Wir würden gerne einmal Krankheit heilen. Mürrim? Blaue Keuche. Nicht ernsthaft, oder? Das Spiel mag mich nicht. Du Talent anwenden, Krankheiten heilen. Nee, andersrum war das. Mürrim. Talent anwenden, Krankheit heilen. Jalen, Dumpfschädel. Ja. Sie ist schon mal wieder okay. Blaue Köche können wir nicht heilen. Haben wir irgendein Elixier dagegen? Heiltrank? Starker Zaubertrank? Nein, haben wir nicht. Warum hast du die blaue Keuche bekommen? Wir haben einen Schlafsack, wir haben eine Decke, wir haben eine Robe, wir haben festes Schuhwerk. Wir haben viel zu viel Essen. Was sagt die Karte? Wir müssen jetzt eigentlich in die Stadt zurück. Gashok würde sich anbieten, ne? Ah, weia. Na gut, hilft nix. So. Stopp. Reise unterbrechen. Umdrehen. Weiter marschieren.
Routenplanung. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich nach Gashok. Das müsste hier... Da... Das wird ewig dauern, da kommt Mirum doch niemals lebendig an. Und dahin... Ja, das ist mal eine Herausforderung. Ich denke nicht, dass es so weit klappen wird. Tirik ist auch noch krank geworden. Und Gerugon auch. Und überhaupt... Stopp, Reiseoption, Reise unterbrechen. Talent anwenden, Jallen, Krankheit heilen, Tirik, Dumpfschädel, Gott sei Dank. Talent anwenden, Jallen, Krankheit heilen, Gerugon, auch nur Dumpfschädel. So weit, so gut. Müssen wir halt nur Mürre im Auge behalten. Ach, Löwen. Nee, komm. Computerkampf, Kampf berechnen, ruhig Magie einsetzen. Wir müssen so schnell wie möglich nach Gashok. Und wir sollten Mürum auch eventuell gleich heilen. Also nicht Krankheiten heilen, sondern einfach nur Wunden heilen. Sie ist sonst schon ganz schön angeschlagen. Kurz unterbrechen. Talent anwenden, Jallen, Wunden heilen, Mürum. Jo, sehr gut. Weiterreisen. Ja, wir sind wieder in Hilltrop. Wir könnten jetzt zu dem Preios-Tempel gehen, aber ich denke nicht, dass das viel bringen wird. Also marschieren wir einfach weiter. Schlafen, jo. Schön darauf achten, dass kein anderer sich ansteckt. Finden ein Wirselkraut, Sold wird bezahlt, soweit alles gut. Aber es dauert noch fast eine Woche, bis wir da ankommen. Ein Waldschrat. Nochmal ein Waldschrat. Okay, der hat jedes Mal Tirik angegriffen. Das könnte an der Axt liegen. Bisher anscheinend noch keine permanenten Schäden bei Mürrum. Aber das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. So, ich schätze mal 1, 2, 4 Tage noch. Und wir sollten gleich Mürrum nochmal heilen. Stopp, Reiseoption, Reise unterbrechen. Talent anwenden, Jallen, Wunden heilen auf Mürrum. Und die Wirselkräuter, oh, 3 Wirselkräuter gefunden. Na gut, dann kann sie jetzt auch einen haben. Ich wollte gerade sagen, die Wirselkräuter sparen wir uns erstmal. Eventuell müssen wir die verkaufen, um genug Geld für ein Highlight zu haben. Eine Einbildung. Nee. Was war das gerade bei Gerugon? Stopp. Reise unterbrechen. Gerugon. Ich hätte schwören können, da wäre irgendwas mit Körperkraft gewesen bei Gerugon, aber anscheinend nicht. Wir wollen die Route wie geplant fortsetzen. Wir wollen weiter marschieren. Ich denke nicht, dass wir es morgen schaffen werden. Und wir werden überfallen. Ah ne, werden bloß irgendwelche Tiere gewesen sein. Sehr gut. Das hätte ich jetzt echt nicht gebrauchen können. Bereits vom Wald seht ihr eine große Staubfahne, die sich sehr schnell auf euch zubewegt. Wollt ihr euch verstecken? Nein. Aber wir wollen nicht im Weg stehen bleiben. Unbeirrt und ohne von euch Notiz zu nehmen, reiten die Krieger weiter. Sie sind schon auf einige wenige Schritte heran, und sie machen keinerlei Anstalten anzuhalten. Wollt ihr beiseite springen? Ja? Ihr werdet keines Blickes gewürdigt, als die Gruppe euch passiert. Wenige Minuten später ist nur noch eine Staubwolke zu sehen. Das waren wohl also richtige Ritter. Absolute Arschlöcher. Ein Kriegsoger. Das ist mir einerlei. Wir wollen nach Gashok. Und er schien auch nicht wirklich besonders stark gewesen zu sein. Zack. So, komm schon. Oh, 2 Kettenhemden. Die können wir bestimmt gut verkaufen. Komm schon, wir sind so knapp davor. Komm. Ja. Endlich mal. Na gut,
Warum ist Myrum nicht mehr krank? Was zur Hölle? Die blaue Keuche ist tödlich. Und Myrum ist gesund. Preise Zar? Oder so ähnlich? Okay. Ich speichere jetzt einfach mal ab. Das ist kurios. Vielleicht hat ja einer von euch gesehen, was genau da irgendwann passiert ist. Ich habe ja später die Sachen nur noch weggeklickt, weil ich jedes Mal dachte, es wird schlimmer. Aber anscheinend hat sie sich irgendwann kuriert. Komisch, komisch. Na gut, stell dich nicht in Frage. Wir sind in Gashok, wir haben zwei Kettenhemden. Wir werden jetzt trotzdem sicherheitshalber nochmal so ein Krankheitselixier kaufen. Und vielleicht noch ein wenig so stöbern gehen, wenn denn wieder Markttag ist. Aber gut, wir sehen uns gleich wieder.